Hallo, liebe Lucis, ich bin Maya von lucify.ch. Ich habe heute mit mir Eva Granwehr, die Projektleiterin von das Projekt 50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern. Hallo Eva, herzlich willkommen. Hallo Maja, vielen Dank. Kannst du bitte dich kurz für unser Publikum, für lucify.ch, dich vorstellen? Ja, sehr gern. Ich bin Eva Granwehr. Ich bin eigentlich Politologin von meinem Hintergrund her und arbeite jetzt dieses Jahr, fast das ganze Jahr, für diesen Verein 50 Jahre Frauenstimmrecht im Kanton Luzern. Ich wollte jetzt nur fragen, obwohl der Event vorbei ist, ob ihr als Verein und als Projekt zufrieden seid mit euren Strebungen und was ihr erreicht wollt mit diesen Feiern. Und natürlich, was kommt in Zukunft? Ja, die Jubiläumsfeier war sehr schön. Unser Ziel war, dass das Ereignis gewürdigt wird, wertgeschätzt wird, was damals vor 50 Jahren und noch lange vorher, vor 1970, gemacht wurde, damit die Frauen dieses Grundrecht, nämlich die politischen Rechte, bekommen. Also warum ist es doch so wichtig, 50 Jahre Stimmrecht zu feiern? Ist es doch nicht normal, dass die Frauen einfach Stimmrecht haben? Was wollt ihr mit diesem Feiern erreichen? Und wir haben eigentlich zwei Ziele. Ja. Es geht einerseits um die Würdigung von dem, was damals passiert ist. Und andererseits geht es darum, ins Heute zu schauen und in die Zukunft. Wo stehen wir in Bezug auf Gleichberechtigung und Demokratie? Und so das zentrale Element von der Jubiläumsfeier war die Podiumsdiskussion. Die vier Frauen, die Podiumsteilnehmerinnen waren Brigitte Mührner. Sie ist die erste Regierungsrätin im Kanton Luzern. Wir hatten Lucia Lanfranconi, sie ist Professorin an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern. Wir hatten Monika Fischer, sie war lange Jahre Journalistin, vor allem für den Willisauer Boten und ist heute Teil der Großmütterrevolution. Und wir hatten als ganz junge Frau dabei Michelle Meyer, sie ist Co-Präsidentin der Jungen Grünen Luzern. Es war sehr spannend zu sehen, wie die drei Generationen im Dialog getreten sind und erzählt haben damals, wie war das als erste Frau im Regierungsrat zum Beispiel. Und dann aber auch die ganz junge Frau zu hören, wie empfindest du heute die Situation als Frau in Bezug auf Gleichberechtigung und Demokratie? Was ist eure Agenda für die nächsten Monate? Wir haben jetzt in den nächsten 2 Wochen noch einige Veranstaltungen bis Ende Jahr. Es gibt eine Filmreihe im Stadtkino zum Beispiel mit einem Film aus Senegal und einem Film aus der Westschweiz über starke Frauen. Es gibt eine Buchpräsentation, es gibt einen Live-Podcast im Treibhaus, es gibt eine Lesung, also wirklich sehr unterschiedliche Dinge, einen feministischen Gottesdienst auch noch. Und dann geht es im Januar weiter und im Februar. Und eigentlich wollten wir unser Programm im Februar abschließen, weil am 7. Februar das Frauenstimmrechtsjubiläum auf nationaler Ebene stattfindet. Aber aufgrund Corona wurden einige Veranstaltungen verschoben bis in den April. Das heißt, es geht jetzt einfach weiter. Okay, das wäre im Kurzen das Interview mit Eva Granwehr, die Projektleiterin von 50 Jahre Frauenstimmrecht in Luzern. Vielen Dank.